Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, an vielleicht einem der letzten Sommertage 2015. Ich begrüße euch heute zum Test der Ducati Scrambler Classic und Urban Enduro. Ja, es dürfte jetzt wieder so an die 30 Grad haben. Leider ist es uns nicht vergönnt, im klimatisierten Büro zu bleiben. Wir wurden auf einen Test geschickt, und zwar dieser beiden Ducati Scrambler. Es gibt ja vielleicht einen Menschen in Österreich, der alle vier Scrambler-Varianten hat, also die Classic, Urban Enduro, Full Throttle und Icon. Und das ist Werner Okriner von Manager on Tour. Der veranstaltet so geführte Reisen, beispielsweise Trüffelsuchen in Istrien, wo man tatsächlich mit einem Trüffelhund in den Wald geht, Trüffel sucht. Also wenn man sie findet, darf man sie auch verspeisen. Sind wir ihm sehr dankbar. Was wir auch erfahren haben heute, er hat Original-Scrambler, und zwar nicht nur einen, gelben, einen roten, einen grünen. Die werden wir in Kürze auch noch testen. Aber heute einmal zu diesen beiden Scrambler-Modellen. Der Zonko ist ja schon gefahren, die Classic. Mehr auf der Straße, mehr am Knie. Wir sind da heute ein bisschen ins Gemüse gefahren. Die Scrambler hat ja auf der 17 Zoll Felge hinten und 18 Zoll Felge vorne etwas profilierte Pirelli-Reifen. Da kann man dann schon ein bisschen so über einige Wiesen, Schotterstraßen und sogar auf ein kleines Bergerl hier raufreiten. Unweit der Weinstraße. Haben wir sehr genossen. Das Fahrwerk ist auch so abgestimmt, dass das nicht unangenehm war. Natürlich, wenn da so die ersten größeren Steine auftauchen, sollte man sich überlegen, ob man nicht umkehrt. Aber grundsätzlich ist das wirklich sehr angenehm. Wir haben vorne und hinten 150 mm Federweg, dann einen sehr dick aufgepolsterten Sitz. Optisch habe ich mir zuerst gedacht, ist das vielleicht ein bisschen heftig, er ist sehr massiv, aber auch auf dem alten Modell ist so ein dicker Sitz, und die ist wesentlich schlanker gebaut. Interessant ist auch, dass der Lenker auf der originalen Scrambler sogar, glaube ich, noch breiter ist. Dem Zonko war ja dieser Lenker etwas zu breit, auch unserem Kameramann Cookie, der heute mit ist, der hat gesagt, naja, ein bisschen weniger wäre schon in Ordnung. Ich habe kein Problem damit, ich mag das. Unlängst bin ich die BMW S1000 XR gefahren. Ich glaube, da ist er nämlich noch breiter, und das war auch mir schon zu heftig. Dadurch wird das Fahrzeug natürlich auch relativ breit. Also wenn man in der Stadt sich durchwuseln will, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist mit den Spiegeln über einen Meter. Deswegen hat Zonko eben auch gemeint, würde er einen schmäleren Lenker bevorzugen. Wie gesagt, vier Ausführungen, die sich optisch unterscheiden. Einige von euch haben auf den Test von Zonko gemeint, wir sollen auch die Full Throttle testen und die anderen Modelle. Ich muss sagen, wenn man die Augen zumacht und fährt, merkt man überhaupt keinen Unterschied. Die Sitzhöhe ist gleich zwischen 77 und 97 mm. Die Modelle unterscheiden sich beim Gewicht um halben Kilo sowas. Ja, ich glaube, die ist um halben Kilo leichter als die, weil ich da mehr Zubehör drauf habe. Da habe ich im Vorn diesen hohen Kotflügel, so typisch Enduro-Style. Ich habe da ein Gitter am Scheinwerfer. Hinten, genau, die Kennzeichenhalterung ist auch anders, die ist hier an der Schwinge montiert. Bei der Classic ist das einfach ganz normal hinten am Kotflügel. Also es sind einfach optische Unterschiede, und die schlagen sich kaum nieder. Das Gewicht, ich habe jetzt zwei Daten gelesen, 170, 175 Kilo trocken, beziehungsweise 175,5. Also das merkt man einfach nicht. Fahrdynamisch sind sie sich einfach total ähnlich oder beziehungsweise fast ident. Zu fahren sind sie extrem leicht, und das ist das, was mir so besonders gefällt. Es sind ganz, ganz coole Motorräder, die aber total einfach zu fahren sind. Sie werden ja mittlerweile sogar in Fahrschulen eingesetzt, auch in der Fahrschule, wo ich meinen Führerschein gemacht habe vor ungefähr 10 Jahren, bei den Easy Drivers. Also ein Traum, mit sowas den Führerschein zu machen. Ducati setzt natürlich auch darauf, dass dann viele
wenn Sie sich ein Motorrad kaufen, vielleicht dann auch auf eine Scrambler zurückgreifen. Fahrschulmotorräder haben ja nicht den besten Ruf. Es ist ja eher meistens was Biederes. Also in der Vergangenheit, ich möchte gar nicht sagen, womit ich den Führerschein gemacht habe, hätte ich mir niemals gekauft. Habe ich auch seitdem kaum noch gesehen, das Fahrzeug. Aber die Scramblers, die machen was her, da ist man cool. Und das Positive ist eben, das kann jeder sozusagen fast vom ersten Moment an fahren. Auch unser Cookie, der ist auch nicht so lange den Führerschein. ganz angenehme Motorräder. Ich war echt fasziniert. Für mich war auch wichtig, dass ich endlich eine fahre. Das ist ja zum ersten Mal für mich, weil im Herbst auch ein anderer Hersteller was Ähnliches rausbringt. In dieser Klasse mit einem anderen Motor, aber ungefähr kleinerer Hubraum. Die Scrambler hat ja den Motor aus der 796er Monster mit 803 Kubik, 75 PS, also genau richtig. 68 Newtonmeter Drehmoment. In der Stadt ist ja das sogar das schon zu viel, muss man sagen. Also wenn man da so 90 Grad Kurven fährt aus der Ampel raus, gucken wir, haben uns dann gleich gedacht, puh, okay, da geht was weiter. Man kann natürlich auch willisieren, wenn man es dann besser kann. Das heißt, Motorisierung absolut ausreichend, mehr als ausreichend, und es wird gemunkelt, oder vielleicht schon mehr, dass ja Ducati eine kleinere Version in diesem Stil rausbringt, was ich eine super Idee finde. Das ist dann wahrscheinlich noch viel leichter zu fahren und vom Gewicht her auch noch leichter. Persönlich würde ich mir nämlich wünschen, dass der Scrambler trotzdem ein paar Kilo weniger hat. Also man merkt das dann beim Rangieren oder jetzt natürlich hier im Gelände. Das ist schon ein ausgewachsenes Motorrad, also es ist kein Moped mehr. Was fällt mir sonst auf? Was mir sehr, sehr gut gefällt, natürlich die Speichenfelgen auf diesen beiden Modellen mit geschwärzten Felgen. Dann der Hingucker bei dem Motorrad ist auch der Lichtkreis, der viermal unterbrochen ist. Damit hat ja Ducati auch das Modell angeteasert. Das waren die ersten Fotos, so im Dunkeln, nur mit diesem Lichtkreis. Dann haben wir dezentrales Federbein. Wirkt auch sehr sexy, von Kayaba, 41 mm Upside-Down-Gabel, gibt es auch nicht immer in dieser Klasse, muss man sagen. Schön abgesteppter Sitz, der ist ein bisschen anders, der hat diese Längsrillen, die für Enduros eher typisch sind aus der Vergangenheit, und da habe ich das Karo-Muster. Also bin echt begeistert von den Motorrädern, und das ist einfach nichts, wo man viel Erfahrung braucht. Da kann man Einsteiger-Motorrad, also wenn man das fahren darf. Und ich gehe mal davon aus, dass man es auch auf 48 PS eben runterdrosseln kann. Und dann geht das einfach gleich nach der Fahrschule, geht es gleich los mit sowas. Vier verschiedene Varianten gibt es, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß, dass man jemandem begegnet, der dann auch das gleiche Motorrad hat. Auch ganz schön, diese Vielfalt ab Werk. Und dann gibt es natürlich weiteres Zubehör, Gepäcksysteme und sowas. Der Werner hat auch was gehabt, aber wir haben gesagt, na, wir wollen ja mal die Rohversion fahren, bevor wir da herumexperimentieren. Und worauf ich mich schon besonders freue, ist der Vergleich zwischen dem alten Scrambler und dem aktuellen. Das wird eine ganz interessante Geschichte. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Schaut euch die anderen Videos von uns an, zum Beispiel eben auch Zonkos Scrambler-Video von der Icon. Und kommentiert natürlich das Video. Wir lesen immer wieder gerne von euch eure Kritik, eure Eindrücke und eure Ideen, die uns dann zu neuen Videos inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.